Herr Faulstich, Sie haben hier gerade einen Vortrag gehalten in der Bayerischen Landesvertretung auf unserer gemeinsamen Tagung mit dem IFO zusammen. Sie sagen, es gibt gar kein Speicherproblem bei den erneuerbaren Energien. Warum? Es gibt deswegen kein Speicherproblem, weil wir einen Großteil des erneuerbaren Stroms unmittelbar als Strom nutzen. Das tun wir natürlich jetzt in Elektrogeräten ohnehin. Aber wenn wir zukünftig die Wärmeversorgung auf Wärmepumpen, auf Elektrowärme umstellen, wenn wir einen Großteil der Mobilität, also vom Roller über den Pkw bis zum Lkw, auf Elektromobilität umstellen, dann wird der Strom ja unmittelbar verbraucht und man braucht viel weniger Speicher. Und das ist also der kategoriale Unterschied, sagen wir mal, vielleicht auch zu anderen Teilnehmern. Und das würde aber bedeuten, dass Sie auch die gesamte Verbrauchsstruktur dann umsteuern würden in Richtung auf Strom, damit überhaupt die Erneuerbaren abgenommen werden können. Wir sprechen bewusst von der Stromgesellschaft und sagen, der erneuerbare Strom ist praktisch der neue Primärenergieträger, natürlich in Anführungsstrichen. Das heißt, man darf nicht nur an die Bereitstellungsseite denken, man muss also auch die Verbrauchsseite fundamental verändern, vor allen Dingen auch den Verbrauch senken, sonst bekommt man es natürlich mit den Erneuerbaren und den Speichern auch nicht hin. Nächste Frage zum Thema Flächenbedarf. Ein Argument gegen Erneuerbare ist auch immer wieder, dass es heißt, damit würden unglaubliche Flächen benutzt. Das Wort ist immer Verspargelung. Es ist natürlich richtig, dass konventionelle Energieträger wenige tausend Megawatt auf wenigen Hektar erbringen können und die erneuerbaren Energieträger Wind und Sonne flächenintensiver sind. Aber wir haben Berechnungen angestellt, dass man mit wenigen Prozent der Landesfläche, ausgestattet durch Photovoltaik und Wind, eine Vollversorgung Deutschlands hinbekommen kann. Also von einer Verspargelung wird dann keine Rede mehr sein. Wie viel Prozent wären das dann? Das wären jetzt beim Wind so etwa 2% und bei der Sonne wären es jetzt einmal über den Daumen 5% der Freiflächen und 5% der Gebäudeflächen. Das Thema heißt ja hier Gefahr für den, oder implizit heißt es Gefahr für den Industriestandort Deutschland. Sind die Erneuerbaren ein Problem? Man muss ja mal schauen, welche Industrie jetzt in Deutschland wirklich prägend und dominant ist. Und das ist der Maschinenbau, das ist der Anlagenbau, wo weit über 80% der Bruttowertschöpfung stattfindet, wo weit über 80% der Mitarbeiter des verarbeitenden Gewerbes arbeiten. Und die haben Energiekosten um die 1%. Und viele, sagen wir mal, von den Maschinenbaubetrieben wissen nicht mal, wie hoch ihre Strompreise sind, weil es keine große Dominanz hat. Es wird immer wieder auch argumentiert, dass die Erneuerbaren dazu führen, dass man eigentlich nichts anderes tut, als Atomstrom aus Frankreich und Tschechien zu importieren. Was sagen Sie dazu? Wir haben natürlich jetzt im Übergang ein System, wo natürlich in Europa gemeinschaftlich Atomstrom produziert wird, Kohlestrom produziert wird, Gasstrom produziert wird und auch erneuerbarer Strom produziert wird. Und die stehen natürlich mittlerweile im Wettbewerb, keine Frage. Von so wird sicherlich in Deutschland auch mal Atomstrom verbraucht. Aber wir haben auch in guten Zeiten Atomstrom oder erneuerbaren Strom nach Frankreich geliefert, weil sie mit ihrem eigenen Atomstrom nicht zurecht kamen. Aber auf lange Sicht wird sich der Strom durchsetzen, der einfach am preiswertesten ist oder am kostengünstigsten, und das werden die Erneuerbaren sein. Wie kommen Sie darauf? Was haben Sie da berechnet? Man spricht dort von sogenannten Lernkurven und schaut sich an, wie sich die Stromgestehungskosten zum Beispiel bei Photovoltaik oder bei Onshore-Wind in den letzten 20 Jahren verändert haben. Sie sind teilweise schon auf ein Viertel, auf ein Fünftel der Kosten runtergegangen, während zum Beispiel die Nuklearenergie durch steigende Sicherheitsanforderungen und so weiter immer teurer werden. Das heißt, die einen Energieträger werden günstiger, die anderen werden teurer. Das kann man statistisch gut nachvollziehen. Herzlichen Dank.